Wo kann er die dann fallen gelassen haben? Boah. Ich kann mich einfach unter den Wasserfall setzen. Na, cool. Dann findest du gerade dein Zen. Ja. Was ist denn hier? Hier ist auch schon wieder eine Höhle unter dem Wasserfall. Aber ohne irgendwas? Oh oh. Ha? Ich hatte eine schwere Landung. Mein Bein geht nicht mehr. Michi, Michi, Michi. Aber Lotion sehe ich ja auch keine. No. Boah, wo kann der denn sein Öl hingelegt haben? Was macht denn der Junge mit seinem Öl? Ach ja, Mann. Wow, wie hübsch es hier aussieht. Wow. Oh nein, wenn ich nicht da trinken würde. Wow, bin ich hier in so einer... Ist das hier ein verstecktes Versteck? Oder ist das ein öffentliches Versteck? Du bist eine Inspiration mit deiner Weisheit. Ich weiß. Muss ich mir von der nichts sagen lassen, Mister. Oh. Schaut urschön aus, oder hier, Nana? Ja. Da ist eine Lotion. Ein Sonnenöl. Ah, cool. Das ist, glaube ich, gut als Mineralölersatz, oder? Oh nein, ich bin jetzt ganz woanders. Blub, blub. Ja, wir müssen jetzt erst einmal nur den Ausweg finden, glaube ich, oder? Ich würde das echt in echten Leben voll gern schwimmen. Das schaut so schön aus hier. Ich hätte da ein bisschen Angst, dass wir nicht mehr rauskommen. Solange es Süßwasser ist, ist es mir egal. Ja, aber wir können doch da unten nicht atmen. Das ist nur durch dein limitiertes Denken so. Ach so. So, jetzt bin ich aber gespannt, was wir mit der Kanone machen. Ja, ja. Achso, vielleicht können wir das, weil das Beiglas, was neben der Kanone steht, zeigt auf das, diese zweite Gold-Ding sie da. Hm, auf die Skelette da. Ja. Ah, mach verdammt. Das bin ich auch nicht gut. Ach, auf jeden Fall krass, dass wir 200 Kanonen dort, also Kanonenkugeln haben. Ach, das ist gar nicht so versteckt. Das ist hier. Ach hier, ich hätte das... Oh, ich bin so doof. Das war gar nicht versteckt, das Versteck. War einfach wirklich... Ich hätte einfach nur runterspringen müssen und dann war es schon da. Achso, ich bin da aufgesprungen. Ich habe mir gedacht, du bist davon da gekommen. Nein, ich bin irgendwie unterirdisch wo herumgeschwommen. Ja, voll. So. Ich lege mich dabei hin. Sonnenöl in den Topf, oder? Ja. Oh, warte mal, bis Nana da ist, oder? Achso! Ja, sorry, ich bin gerade aufgefallen. Ah, sorry! Was fehlt noch für den Eintopf? Bananen wahrscheinlich, oder? Sein. Die Bananen haben wir schon auch eine da. Es steht noch Zutat nötig, um den Eintopf fertig zu kochen. Kokosnuss? Die müssen irgendwo rumliegen, die Kokosnüsse. Da ist so eine. Und eine ist schon drin. Da musst du es nur noch in den Behälter gießen. Okay. Also umrühren müssen wir. Na 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 na. Okay. Die letzte Kokosnuss. Oh. Frische Bananenschmiere. Bitte schön, das ist eine Bananenschmiere. Ja, schmier mal das Ding da damit ein. Alte Kanone einfetten. ich geh doch wieder raus. Wir haben noch Schmiere drinnen. Wohin müssen wir schießen? In die Richtung, wo das... Da zum Masten. Zu dem Schiffsmasten da, ja. Da ist so ein Gold-Ding hier oben. Achso, nein, nicht das Schiff. Nicht unser Schiff!
So, ja, sorry. Da links. Davon. Das ist nur so ein Masten, der im Sand da steht. Links vom Felsen, vom Großen. Wieder unten. Mhm. Das da. Ah, ja. Ja. Oh. Ah, ein bisschen weiter nach oben. Noch höher. Alter. Das von zu weit rechts. Deshalb gibt es 200 Kanonen. Noch weiter links. Ich schieß schon voll daneben. Das war, glaube ich, zu weit links. Bist du deppert? Vielleicht probiert mal wer andere. Na, das soll es jetzt gewesen sein. Ja, nice. Ja! So, bevor wir das holen, sollten wir vielleicht noch ganz nach oben. Was sollen wir mit der restlichen Bananenschmiere machen? Gibt es da noch was dafür? Keine Ahnung. Also oben gibt es nichts mehr, hat es jetzt Kassen? Nein, dann gehe ich gar nicht nach oben. Ich will es aber schon mal sehen. Ja, schau auf, aber es ist nur so ein kleines Außenlager. Ach so, man kann gar nicht ganz nach oben, okay. Nein. Was machen wir mit der Bananenschmiere? Soll ich sie mitnehmen? Ja. Ich nehme sie einfach mal mit. Ja, nehme mal mit. Achso, da ist das Gold-Ding. Ah, von hier aus können wir wieder mit der Seilrutsche. A rusty lock, something small could fit inside. Haben wir irgendwas Kleines? Mein Ego. Bin einfach schon ich bleib sicher jetzt halber oben, falls noch was ist. Mir wird schon wieder irgendwo orbikaut. Bin schon wieder irgendwo nirgendwo. Ich gebe die Bananenschmiere einfach mal. Keine Ahnung. Ha! Wir haben schon wieder ein Gunpowder Gummy gekriegt. Gunpowder Gummy, Gunpowder. Ah, zum Aufsprengen, oder wie? Ja. Jo. Auch hat man nur so ein Seil. Ist da irgendwo ein Seil, das wir verwenden können? Also so eine Lunte. Oh. Hm. Reicht's nicht einfach, sie zu erschießen, Gunpowder? Achso, probieren wir ja. Okay, nö. Und anzünden mit der Laterne geht auch nicht. Oh. Ah! Entschuldige! Hä? Was war das genau? Geht der Skull? Ah, schaut mal, wartet. Wo habe ich das gesehen? Bevor wir hochgegangen sind, da hier. Da habe ich die drei gerüttelt und der in der Mitte könnte durch irgendwas gelockert werden. Und die anderen zwei lassen sich nicht bewegen. Soll ich das mit Bananen für dich anschmieren? Probieren wir, ja. Pfahl einfetten. Ah, cool. Okay. Und jetzt der? Stick mal den mal hoch. Wow. Ja. Schädel von Goldtoothbergen wieder. Ja. Ich meine, es gibt noch etwas, wo wir es raufstecken sollen, vielleicht. Ja, am Strand, oder? Ja. Ich gehe dort mal hin mit dem Schädel. Aber wieso haben wir da jetzt den runternehmen können? Vielleicht können wir da einen anderen hochgeben. Ist eh so. Mehrfaches Rätsel. So viele Rätsel, so wenig Antworten. Willst du mehr Antworten als Rätsel haben? Oder mehr Rätsel als Antworten? Da habe ich jetzt keine Antwort drauf. Ja. Aber hast du ein Rätsel dafür? Es ist und bleibt ein Rätsel. Diese Dschungelmusik slappt einfach. Ah, ich bin voll jealous. Bei mir ist gar keine Musik gerade. Oder sie ist einfach zu leise.
Hier ist wieder so ein Fernglas, was auf so einem, wie heißt das, Stativ steht, und das schaut genau auf die drei Totenköpfe, wo wir gerade waren. Vielleicht können wir da das Licht hinbiegen. Ich glaube, die Ferngläser zeigen immer nur was, wo wir was machen müssen. Okay, also das am Strand, da geht kein Schädel rauf? Nein, glaube ich nicht, weil ich habe gerade nur Fernrohr aufgestellt. Ich glaube, das wird schon was sein. Und vielleicht müssen wir das Skelett anleuchten. Fernrohr. Also die zeigen wirklich alle aufeinander. Ah, vielleicht können wir damit das Gummi anzünden, indem es überall reflektiert und dann vom Goldzahn. Dann schau ich mal, ob da irgendwo noch ein paar. Das liegen. Ist so verrückt, dass es schon wieder Sinn macht. Aber das heißt, wir brauchen wahrscheinlich noch einen für die anderen drei Gefährten. Was? Noch einen? Einen Skull. Na, wieso? Dem am Strand konnte ich jetzt nicht hingeben, also. Ja, wahrscheinlich brauchen wir einen anderen. Ja, vielleicht brauchen wir auch eine Kokosnussschale, einfach noch auf den anderen zwei. Ist auch eine Kokosnussschale. Ich meine, als Verbindungsstück fürs Licht, weil das ist so. Genau zwischen zwei Teleskopen. Du musst reden, als wäre ich 5 Jahre alt. Ich bin schon ein bisschen durch heute. Genau, da daher. Dann kehrt der Totenschädel wahrscheinlich da drauf. Weil der hat ja einen Goldzahn. Oder? Der ist da nicht draufgegangen, das war der falsche Schädel dafür. Der Schädel muss ja, glaube ich, dort bei den anderen drei drauf, weil dort sagt er ein Fernglas hin. Uns fehlt einfach noch ein Schädel. Ich meine, wir kennen den Haverer, der da hängt. Der Haverer? Große Handaffen zeigen. Wie kriegen wir den da los? Haben wir beim Schiffswrack irgendwas gefunden? Das Monokel, gell? Und sowas. Ja, aber. Aber das ist ja gestohlen worden. Ich glaube, wir sollten mal die Steps weiter verfolgen. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Die waren bis jetzt ziemlich hilfreich. Okay. Oh. Ich habe Kokosnussschalen gefunden. Ja, nimm mal da eine und probier's da beim Strand. Weil das sind ja zwei andere Kokosnussschalen. Also ich habe 3 insgesamt gefunden, also falls ihr... Die Lied ist da mitten im Wald Krok steht. Warum ist hier überall Krok? Ah ja. Dass die Quest irgendwie mal zu langweilig wird. Treffen wir uns bei der Brücke beim Camp vom Alten. Jo. Brücke vom Camp von Alten? Ich hab ist die über der Schlucht, wo das die Suppe war. Ich versuche noch zuerst schnell die Kokosnussschale. Was war das? Ich weiß nicht, ich habe gerade in einen alten Stiefel eingegriffen. Was hat der gemacht? Ach so. Das ist wirklich falsch, okay. Gut, dann. Gut, wozu? Oh, wieso habe ich jetzt 3 Kokosnussschalen bekommen? Wahrscheinlich für die Banana Grease, das wir genug haben. Banana Grease. Aber wo habe ich sie wieder? Also, wo war das denn, wo ich sie gefunden habe? Nö. Och nee, ich bin ein bisschen verloren. Gehen wir dich mal abholen. Jeder ist ein Schwein. Wo ist das
Ding? Also ich habe den Stiefel gefunden, der auf der letzten Seite von den Jobs ist. Und habe da eingegriffen und dann hat er irgendwie gesagt, ja, die Quest ist aktualisiert. Ah, oh, okay. Ich glaube, das ist auch hier die Flag von dem kaputten Schiff. Ah, ja genau, das hat er gesagt, da müssen wir dann hingehen. Und dann müssen wir, also genau, weil da ist dieser Stiefel. Und dann steht da bei der Beschreibung: To find my oars, turn and face the sea monkey's flag. Das ist da. Mhm. Choose the path with the drink that doesn't knock you off your feet. Also nicht den Grog? Also weg vom Grog. Ja. Aber also was ist da für ein Drink? Ich sehe da keinen. Ja, ich glaube gar keinen einfach, oder? Irgendwo müssten seine alten... Die Grammar Clothes are hung out to dry. Ah, na, da. Ah, oh, na, no, da ist auch Krog. Also irgendwo müsste seine... Gewand zum Auf... gehängt sind. Aber ich glaube, dass wir da in der falschen Richtung sind, oder? Ah, hier ist noch ein Fass. Was ist da drin? Krog? Die müssen wir kosten, bei welchem was drin ist. Mit Ach so, Krog? Schon, okay. Da gibt es einen Fast-Krog. Ja, dann ist es der Fast-Krog. Die anderen beiden haben Krog. Okay, dann sind wir hier richtig. Da hinten hängen auch schon seine Sachen. Wo? Ah. Ah, da! Hä? Und irgendwo da sollen wir graben. Ah, da! Okay, aber was da mit dem Paddel? Paddel. Hey, bleib mal stehen. Hier drüben. Ach, hier. Da! Oh, ich bin so orientierungslos hier drin. Bananen, ja, ohne Namen. Gemacht. So, okay. Hier gibt es das Fass, wo kein echter Krog drin ist. Rowboat Security. Dreaded Pirates were left outsmarted at this time. I buried my robot oars and not only that, I found an ingenious hiding place to stash the directions I left. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Lebensmittelvergiftung. I left this yet. Hello. Von diesem Fass-Krog. Vielleicht ist es gar fast gekommen, weil das ist so fast gekommen. Jetzt könnten wir im Ruderboot die Cage Trap finden, was auch immer das ist. Okay. Ist das bei den Jobs oder was? Ja, Nummer 13. Use Robot to check Cage Trap, ja. Ah, hier ist das Robot. Row. Ah, da war er ja schon. Kann man das nicht. Okay, man muss zuerst. Ah, okay. Ein Geisterboot. Und wo ist jetzt diese Trap? Ja. Ich glaube, wir müssen rudern. Da ist so viel Essen und so. Klar, ich glaube mal was. Da ist noch ein Platz. Oh. Ah ja. Kapitän, Sie haben den falschen Krog erwischt. Ich glaube war. Ich finde das Ruderboot-Rudern voll schwierig. Na, wie kann Nanas Charakter so selbstbewusst und so unsicher gleichzeitig ausschauen? Ah, ja, können wir jetzt den Hangman berauben wahrscheinlich. Wir haben es mal ausprobiert und es braucht echt viel Schaden, dass ein Ruderboot sinkt. Das ist ganz ruhig. Ah.
Kann ich euch anschieben? Ja. Ah, danke. Captain, Sie haben zu viel vom Grog gewischt. Ah, oh, da ist es. Er glitzert schon. Bisschen noch? Ah, falsche Richtung, Entschuldigung. Boah, das sieht aber irgendwie urschön aus mit den Sonnenstrahlen. Ja. Hier kann ich gar nicht anschieben. Du bist noch nicht an Land genug. An Land genug, genau. Sehr gut, stoppe, stoppe. Ah! Ha. Ha. Irgendwer hat's gekriegt. Okay, wir haben eine Karte. Hit the island from my crew around here. Okay, und wo ist das? Ist das... Ist diese schwarze Höhle da, wo wir... was sie reinklettern wollten, ja, Anna? Ja, ich glaube auch. Es gibt mehrere davon. Ah, da ist ein Frack. Aber da ist dieses Boot-Frack-Ding sie da, ja. Müssen wir vielleicht graben? Bin schon dabei. Ich grab die ganze Insel auf. So. Oh, ich hab's. Ah, Alter, was ist mit dir? Wo ist das gefunden? Ich bin einfach komplett woanders. Achso. Wie bist du auf den Ort gekommen? Ja, weil hier auch so ein Boot war und das hat gepasst. Wie bist du, wie bist... Ja, ja? Erklär dich. Ja, dann, Ich Babbler. Bin so ein schlechter Pirat, ich war ganz woanders. Kriegt man von dem den Kopf oder ist der schon fertig? Der ist gerade schon fertig. Brauchen wir noch irgendwo einen Kopf für den letzten? Der Pirat ist well done. Naja, das ist der eine, der was in dem Käfig drinnen ist, oder? Den, was wir irgendwie aufsprengen müssen. Na, das ist der Schädel, der Kap, der Affenschädel. Ja, ja, aber das ist der letzte von denen. Dann. Genau, aber wir brauchen noch irgendetwas, das reflektiert. So ein Skelettschädel oder so. Ein Spiegel haben wir, aber ich glaube, wir brauchen das Monopol wieder. Ah, das macht Sinn, ja. Wir müssen nur das Äffchen wiederfinden. Vielleicht können wir es noch mal anlocken. Vielleicht. Hier sollen wir noch mal so eine Bananensuppe holen. Ich schau jetzt einmal, wo. Ich versuche jetzt mal Hermann wiederzufinden, ganz kurz. Der hängt wahrscheinlich noch immer ab. Hakenhand, Helga und Hängender Hermann hängen ab. Hängender Hermann? Oh mein Gott. Ja, der hängt noch. Ja, der Brudi. Ich glaube, der ist schon ein bisschen... Ist es nicht so, dass man nur so 3 Minuten kopfüber sein sollte, wegen dem Blut im Schädel? Ich glaube, Hermann hat sich abgehängt. Er und das Nach Skelett, das wir gerade. Das dann auf dem Grill haben. Ah. Hast du jetzt schon den richtigen Ort gefunden für den antoten Schädel, Kiwi? Ich glaube ja. Es ist das, genau, ich glaube zwischen den beiden. Ah, okay. Wo wir das einfetten mussten. Hermann, bitte sag nicht, dass du tot bist. Wir wollten einen Spaß mit dir. Er redet nicht mehr, er macht nichts.
Ja, okay, also ich kann keine Bananensuppe mehr nehmen. Haben wir einfach wirklich das Monokel verloren? Wir haben einfach wirklich Hermann umgebracht. Arme Hermann. Kannst du nur Suppe nehmen oder nicht? Nein, ich kann keine mehr nehmen. Das steht, wir haben schon eine. Wow, ich schnarch, das war ganz knapp. Wow, ist ja noch knapper. Wow, wo bin ich denn hier? Wow! Wo ist dieser Platz, wo ich vorhin diese... Oh! Was? Was? Warum? Wer klaut unsere Sachen da? Wo brauchen wir eine Kokosnussschale? Wo hatten wir eine Kokosnussschale liegen? Ja, dort, wo ich gerade suche, wo ich diese Falle runtergeschlagen habe, aber ich finde das nicht mehr. Ich gehe mal zu dir. Ach, wo war das denn? Da war so ein Vorrat an einen Baum gehängt und ich habe die Schnur durchgeschnitten und dann ist da ein Tablett mit 3 Kokosnussschalen und ein bisschen Geschirr runtergefallen. Da! Und okay, war es jetzt eine weniger. Die habe ich vorhin irgendwo hingelegt. Jetzt weiß ich nicht, wo sie ist. Ah, hier. Ah, okay. Und von wo habt ihr das Monokelfein gefunden? Das war in den Holzfiguren am Frack, glaube ich. Dann gehe ich nochmal zum Schiff und schauen wir auch, ob das wieder dort liegt. Wozu brauchen wir... Genau, das war in so einer Müsli-Dose. Wozu brauchen wir Hermanns Vorratskiste? Ich glaube nur für die Kokosnussschalen. Ich glaube, die könnte man da wahrscheinlich eine da damit ins Nick stellen werden, oder? Gibt's ja nicht, es muss noch irgendwo noch ein Skelett geben. Vielleicht irgendwas anderes, was einfach nur glitzert, vielleicht nicht unbedingt ein Skelett. Aber es muss ja auf den Pfahl drauf gesteckt werden. Ja, dann halt mal her, dein Schädel. Also man kann das Monokel in eine Kokosnuss stecken. Ah, das kann sein, ja. Jetzt müssen wir aber das Monokel wieder zurückkriegen, gell? Ich bin schon beim Pfahl. Tragst du gerade eine Kokosnuss hin, oder was machst du? Ich trage gerade die Vorratskiste. Okay. Ich trage sie... dass du was tragst. Ich trage sie gleich zum Strand, dort wo der... Lass sie, wo was reingehört. Reingesteckt. Falls sie jemand sucht, falls irgendeine Vorratskiste dann gebraucht wird. Ihr habt es einfach, nur untersucht und druckt, oder? Genau, ja. Irgendwie finde ich da nichts. Ich schaue bei den geschnitzten Statuen wieder, was drin ist, aber ich glaube nicht, dass der das dort reinlegt. Also da ich renne mit einer Banane durch den Wald, vielleicht überfällt mich der Affe. Ah, warte mal. Da. Das ist einfach herausgelegen in einer anderen Kiste. Ah! So. Oh. Joho. Joho, joho. Dann stecken wir mal den Monokel in die Schale. Wahrscheinlich muss zuerst die Schale auf den Ding stecken. Kann ich nicht. Ach so. Nicht nix gönnen, nix schaffen. Ah, da hinten kommt sie schon. Laufen. Was muss ich machen? Ich leg dir mal die Kokosnussschale hier hin. Kannst du was mit ihr machen? No. Nein, da, am Boden. Ja, na, geht noch. Ah, warte mal. Oh, das kann ich einfach nur reinlegen. Sollte man wahrscheinlich, damit es nicht weggenommen wird. Wahrscheinlich.
Und den anderen Totenkopf können wir auch nicht da draufstecken. Na. Aber es muss auf jeden Fall eine Kokosnuss sein, weil das sind zwei andere Kokosnüsse daneben. Ja, das hätte ich nämlich auch als Hint genommen. Wo ist das Monokel jetzt? Ich hab's mitgenommen. Achso. Brauchst du es für irgendwas? Ich wollte es noch probieren, aber ich habe kurz gedacht, der Affe hat schon wieder gefladert. So schnell von unseren Füßen. Sorry, ich komme schon wieder zurück. Ich möchte noch kurz was anderes probieren. Haben wir irgendwas gefunden, was Löcher macht? Genau. Ja. Dankeschön. Warte kurz. Die Steuerung hier, Alter. Teilweise.